Ich bin nicht so ein Riesenfan vom Dekantieren, also vorher aufmachen, ein bisschen warten, das wirkt meistens schon Wunder. Also einfach Flaschen aufmachen, Kostschluck nehmen, zustoppeln und oder Korken drauflegen, eine gute Stunde warten, das hilft schon viel. Ist man meistens lieber, als wie, man muss das jetzt schnell dekantieren, weil das halt ganz viel Sauerstoff auf einmal ist. Oder ein großes Glas verwenden und dabei ein bisschen warten. Das macht natürlich dann auch immer einen Riesenspaß. Also, wenn man es rechtzeitig weiß, dann würde ich die Weine 24 Stunden vorher öffnen, doppelt dekantieren, also wieder zurück in die Flasche und kühl stellen, Korken drauf und kühl stellen. Weil das ist, glaube ich, die sanfteste Art, ein bisschen Sauerstoff hineinzuarbeiten und es nicht so brutal, wie wenn man jetzt in eine große Karaffe stellt und die freistehen lässt. Also dieses langsame Einarbeiten vom Sauerstoff ist, glaube ich, sehr hilfreich. Da kann sich der Wein ein bisschen öffnen, aber vor allem kann er sich dann im Glas noch weiter öffnen. Und ja, wenn man es nicht zu lang vorher weiß, dann nutzt den nichts, dann muss man es eh in den Dekanter geben und halt dann in einem möglichst weiten Glas halt auch trinken. Burgunderglas würde ich schon empfehlen. Der erste Jahrgang, den wir unter der Moritz-Fahne gemacht haben, war 2001. Und ich habe den Eindruck, dass alle Weine Luft brauchen. Also ich habe unlängst 02, 03 geöffnet, 03 oder 04 Blaufränkisch Burgenland. Das kann einfach fantastisch reifen. Weil ich habe die Feststellung gemacht, dass selbst die gereiften Weine nach einer Stunde in der Karaffe, nach 2 Stunden in der Karaffe, signifikant zulegen. Also unbedingt öffnen, wenn geht dekantieren, aber auf jeden Fall vorher öffnen. Notfalls schmeckt der Wein aber auch, wenn man einfach aufmacht, einschenkt und trinkt. Aber vielleicht verpasst man was dann, aber soll so sein. Notfall kann man Weine lüften, wenn man zum. Also die Lieblingsmethode von uns ist, dass man sagt, ja, jetzt kommt wer, 5 trinken wir auf alle Fälle. Dann zieht man sich 5 aus, kosten es vor mit einem Schluckerl, dann, dass es schulterfrei ist. Dann stellen wir es ein bisschen kühler als die gewünschte Trinktemperatur irgendwo hin. Dann können die Weine einatmen. Die haben dann Zeit, ohne Stress sich vorzubereiten, dass jetzt ein Moment gekommen ist für die Flaschen. Und wenn dann aber der Abend lustiger ist als gedacht oder die Leute trinkfester oder die Gespräche spannender als gedacht und man bleibt länger sitzen und es muss noch ein Wein her, dann ist es eine super Methode, eine Flasche zum Holen. Jetzt im Winter ist es ein bisschen zu kühl im Keller, dann nehmen wir dickwandigere Karaffen, füllen ein warmes Wasser ein, holen die Flaschen, öffnen es, lassen die gut ausrinnen, die Karaffen, dekantieren dort rein. Die Wärme vom Glas geht ein in den Wein, der atmet ein und nach 10 Minuten kann man loslegen mit der Flasche. Aber es ist die feinste Methode für uns, ist das, wenn wir es einfach die Schulter vorkosten und. Einen halben Tag noch. Ja, genau. In der Früh aufmachen und am Abend trinken. Aber das so gut geplant sind wir nicht immer und deswegen ist eine Karaffe schon eine feine Sache.